Der Westdeutsche Rundfunk. 50 Jahre Archivmaterial und unendliche Möglichkeiten damals wie heute. Aber können wir nicht noch ein bisschen mehr von diesen Möglichkeiten nutzen? Wir sind einfach kamikaze-mäßig ohne Drehbuch rein und haben mal ein bisschen das improvisiert, was wir wahrnehmen, wenn wir diese Sendung gucken. Seit wann stehen hier Stühle? Da willst du was trinken? Ja, Wasser. Was war das? Das war bestimmt wieder der Schulbus, der in die Kinder reingeknallt ist. Meine Tochter ist ein Kind. Hey Martin. Mhm. Wie heißt eigentlich dein vermisster Zwillingsbruder? Joschka Trompeter. Immer noch keine Ahnung, wo er ist? Ich meine, ihr wurdet ja bereits als Kinder getrennt. Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wie der aussieht. Ich kenn von keinem hier das Aussehen und maul auch nicht rum wie so eine Pussy. Leute, ich bin taub. Aber ich kann wieder sehen. Hallo, ich suche meinen Bruder. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ja, wie sieht der denn aus? Na, so wie ich. Ich bin leider blind. Ich auch. Lieber WDR. Was ich sehen möchte, was ich so gern sehen möchte, ist eine Fernsehserie auf HBO-Niveau, vom WDR produziert. Weil welcher Sender in diesem Land soll das auf die Beine stellen? Abends halb acht, nur Blödsinn gemacht. Warum läuft im WDR nie etwas Vergleichbares zu... Game of Thrones! Hannibal. Breaking Bad. Utopia. Dr. Who. Ist das so schwer? Hey, wir sind doch hier. Mit Gebühren finanziert. Und da muss es doch auch möglich sein, ein paar richtig geile Serien auf den Weg zu bringen. Der WDR hat so viel geilen Scheiß auf den Weg gebracht und produziert so viel coole Sachen, er hat ein unfassbares personelles Potenzial, so viel Wissen über Film, über die Produktion, das muss doch genutzt werden.